Weg zum sicheren Ziel. Und das ist wichtig. Das ist sehr wichtig. Gott sei Dank gibt es heute die Neuevangelisierung in unserer katholischen Kirche. Das heißt, eine Gelegenheit für jeden zur Erneuerung zu kommen. Es gibt in der Kirche selber die Menschen, die das nicht verstehen und die lachen uns einfach aus. Das stört uns nicht, weil wir wissen, was Gott will. Er gibt uns Gelegenheit zur Neuevangelisierung. Und viele Leute wollen das nicht. Wir werden als Sekte abgestempelt. Fehlt uns was in der katholischen Kirche? Wir haben alles. Nur wir dürfen nicht katholisch nennen. Aber wir sind katholisch. Das wisst ihr alle, oder? Ja. Gott sei Dank. Wir sind hundertprozentig katholisch. Wir haben alles, alles. Ich bin so froh, dass ich wirklich in einer katholischen Familie aufgewachsen bin. Schon als Kinder haben wir Rosenkranz beten gelernt, zum Beispiel. Auch lauretanische Litanei können wir alle auswendig beten. Da haben wir zu danken unseren Eltern. Heiligen Schrift können wir so vieles, weil der Vater uns vorgelesen hat. Dann muss ich so annehmen, ich darf mich nicht katholisch nennen. Aber es ist nicht schlimm. Umso mehr Menschen kommen zu uns. Was ist das, ein Volk? Die dürfen nicht katholisch nennen. Und was machen sie hier? Wir wollen mal schauen, ob sie wirklich katholisch sind. Es ist traurig genug, aber das gehört dazu, wollte ich sagen. Das gehört alles dazu. Wenn wir mit Jesus leben wollen, für ihn Zeugnis geben möchten, dann ist das Leid ist dabei. Denn unser Chef hat auch gelitten, oder? Unser Gott, meine ich. Jesus hat viel gelitten und warum soll mir nicht leiden? Aber da muss man Ausdauer haben. Halleluja. Und dann zeigt er selbst, dass er mit uns ist. Was die Menschen oder einige Menschen denken, das soll nicht uns stören. Wir haben immer noch in unserem Orden einige Schwestern, die mich schief anschauen. Aber in unserem Mutterhaus darf ich Exerzitien halten. Da kommen immer 80 bis 100 Leute. Und die Generaloberin, Provinzoberin, die sind alle meiner Seite. Und manche können nichts mehr sagen. Zum Beispiel die Frau ist geheilt von ihren Augen. Im Mutterhaus passiert. Und was habe ich gesagt zum Provinzoberin? Wir bringen diese Frau, sie möchte Zeugnis geben zu der Schwester. Und sie müssen hören, oder? So macht das Jesus. Da zeigt er, ich bin doch da mit euch. Ich bin doch dabei. Hast du Mut, weiterzumachen? Und das mache ich jetzt 25 Jahre. Sind viele Schwestern sind dann zu uns gekommen schon. Sie haben gesehen, wie wichtig das ist. Halleluja. Also wir sollen niemals zurückgehen. Wir sollen dabei bleiben mit Jesus und für Jesus. Und da brauchen wir Kraft, deswegen wir sollen immer viel beten für Ausdauer. Darf nicht umfallen. Immer mutig weiter. Wie viele Menschen kommen zu Jesus durch Neuevangelisierung? Alleine hier sitzen viele, die einmal angefangen haben, wir wollen regelmäßig beichten gehen. Wir wollen ohne heilige Messe nicht sein. Ich habe Leute, die jeden Tag morgens früh aufstehen und eucharistische Anbetung halten. Wir haben viele Leute, auch die Kirche gehen regelmäßig. Wenn wir manche Ort Kirche gehen, dann sehen wir unsere Leute dort.
fast alle nur unsere. Da haben wir Freude. Wir sagen nichts, wir sehen nur, die Leute gucken mir an. Alle, die schon mal hier waren, bei der Exerzitien waren. Sie sagen keine einmal Halleluja. Halleluja. Oh ja, sie sind sehr begeistert davon. So, wir gehen weiter. Also ja, ich mache Ihnen Mut. Gehen Sie zum Nachbar oder reden Sie über Jesus und erzählen Sie auch über Wunder, wie damals die Apostel auch gemacht haben. Wir sind verpflichtet, Zeugnis geben für Jesus. Nicht still sein. Wenn Sie still sind, Sie tun nichts. Sie haben viel Geschenk bekommen, alles aufbewahrt. Ja, ja, das behalte ich alles für mich. Hauptsache, dass ich in den Himmel komme. Und dann fragt der Herr, wo ist deine Schwester? Wo ist dein Bruder? Letzte Woche, das heißt bis Freitag, haben wir eine Exerzitien gehalten in Kevla. Halleluja, bei Mutter Gottes. Halleluja. Vielleicht war ich schon 13 Mal dort. Immer ist es wunderbare Heilungen dort. Zur Zeit überall, aber dort war immer gewesen. Das sind die Menschen, die mit Mutter Gottes Beziehung haben. Und Mutter Gottes steht ja auch zu uns. Da steht sie. Eine wunderbare Mutter Gottes Statue, oder? Es gibt es nicht überall. Ja. Gut. Und da letzte Woche war eine Frau, eine 40-jährige etwa, 40 Jahre alte Frau, bei unserer Exerzitien in Kevla Zeugnis gegeben. Sie hat nicht direkt gesagt, sie hat sich ein bisschen geniert, aber nachher habe ich erfahren, dass sie nach 30 Jahren zum ersten Mal wieder gebeichtet hat. Also sie hat scheinbar bei erster Kommunion gebeichtet. Jetzt sitzt sie da mit ihrer Mutter. Ich habe nicht gewusst, dass die Mutter das ist. Und die Tochter hat Zeugnis gegeben, da ist die Mutter aufgestanden. Dann ist das Mikrofon gekommen. Und hat ganz in Demut hat sie erzählt, ja, ich habe so viel gebetet für meine Kinder. Jetzt ist einer davon ist gekommen zu Jesus. Halleluja. Halleluja. Sie hat nicht wunderschön. Sie hat Tränen gehabt in Augen. Dann ist die Tochter aufgestanden, hat sie gesagt, ja. Jetzt, und so nicht nur unsere Familie. Jesus will ganze Menschheit retten. Es ist wichtig, wenn wir bei einem sehen, da kann man nicht reden, dann beten Sie Barmherzigkeit Rosenkranz für ihn oder für diese Person, vielleicht Nachbar oder Arbeitskollege, dass sie alle neu gebaut werden, neu aufgebaut werden. Ja, diese Mutter hat so gesagt, durch Mikrofon. Sie hat so lange gebetet und sie freut sich, dass ihr Gebet erhört worden ist für ihre Tochter. Eine andere Frau hat, ja, das habe ich schon gesagt, eine 48-Jährige. Und wir erleben immer so viel, so viele Heilungen, innere Heilungen, körperliche Heilungen. Wichtigste ist innere Heilung. Und wir lesen auch, in der Heiligen Schrift lesen wir, das ist 4, 5, in Lukas Evangelium 10, 23, 24 lesen wir, Jesus wandte sich an die Jünger und sagte zu ihnen alleine, selig sind die, deren Augen sehen, was ihr seht. Ich sage euch, viele Propheten und Könige wollten sehen, was ihr seht und haben es nicht gesehen und wollten hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Halleluja. Halleluja.
Wer hat diese Erfahrung in unserer Exerzitien schon gemacht? Stehen Sie mal auf. Stehen Sie mal auf, alle, die Erfahrung gemacht haben. Die auf irgendwelche Heilungen, körperlich oder neues Leben begonnen, innerlich. Manche überlegen sie noch und machen langsam das, für Jesus Zeugnis geben. Ich frage sie nicht, keine Sorge. Ich hole sie nicht nach vorne. Geben Sie einfach Zeugnis. Ah, da gilt auch, ja, schön. So, sehen Sie, guckt ihr mal nach hinten, einmal schauen, wie viele stehen. Ja, alles, alles von Jesus. Das sind Geschenke Gottes. Sie dürfen Platz nehmen wieder. Was wir sehen dürfen, auch jetzt in Kevela, das ist ganz frisch, ne? Eine Frau bei der Exerzitien war, hat sie Zeugnis gegeben, dass sie nach 21 Jahren ohne Hörgerät jetzt hören kann. Halleluja! Nach 21 Jahren. Was sagt ihr dazu? Halleluja. Sie hat geweint. Ich glaube, vielleicht 2 Minuten gebetet, nur 2 Minuten. Ich habe immer gesagt, Eppvater, Eppvater, so gebetet, wie Jesus auch gebetet hat. Und die Frau wurde sofort geheilt. Wir haben zu zweit gebetet. Also, und sie wurde geheilt. Und so können wir immer seine Gegenwart bestätigen. Ob der heilt oder nicht, er ist mit uns. Das müssen wir immer glauben. Mit Glauben hat es viel zu tun. Jesus fragt jedes Mal bei der Heilung, glaubst du, dass ich dich heilen kann? Ich habe jetzt eine Heilung erfahren heute Nacht. Nach vielen Wochen durfte ich 5 Stunden, 4,5 Stunden durchschlafen. Halleluja. Ganze viele Wochen. Ich war todmüde. Kann ich schlafen? Ich habe keinen Grund. Normal schlafe ich gut. Aber plötzlich eine beten und dann wieder aufwachen und nicht schlafen. Das war so kompliziert und müde. Man arbeitet den ganzen Tag. Und was ist passiert? Ich habe ihm gesagt, weißt du, jetzt kannst du mir auch mal durchgehend Schlaf schenken. Ich weiß, dass du das kannst. Was hat er gemacht? Er war einverstanden. So, bitte, schlaf. Ja, das ist auch was Gutes für euch, oder? Wenn ich mal ausgeschlafen aussehe. Aber wenn man braune Farbe hat, sieht man immer gut aus, oder? Alle die braunen Leute sehen immer gut aus, alle gleichmäßig braun. Ja, schön. Gut, also das ist auch Zeugnis. Danke, Jesus. Und wenn ich Zeugnis gebe, was passiert? Er kann nichts mehr zurücknehmen, diese Situation. Es muss er lassen. So müssen Sie machen, wann Sie wollen. Geben Sie Zeugnisse. In Markus Evangelium, das heißt, vorher wollen wir noch sagen, im heutigen Evangelium hören wir von Kommen des Menschensohnes und den Mahnungen für das Ende der Zeit. Das ist keine angstmachende Botschaft. Was ist das? Das ist Wahrheit. Das ist, was Jesus sagt. Jesus muss uns immer wieder daran erinnern. Man kann nicht, heute bin ich wach geworden, Abend wird wieder dunkel, dann gehe ich ins Bett und am nächsten Tag wieder früh, Kaffee trinken, essen, kochen, wieder schlafen und so. So soll das Leben gehen. Nein, wir müssen auch versuchen, mit Jesus zu leben. Unsere Beziehung, jeden Tag unsere Beziehung zu Jesus erneuern, ist sehr wichtig. So lesen wir heutige Evangelium, Kapitel 13, 26. Dann wird man den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit
auf den Wolken kommen sehen. Haben schon mal nach oben geguckt? Ich habe auch schon geguckt. Wann ist so weit? Und er wird die Engel aussenden und die von ihm Auserwählten aus allen vier Windrichtungen zusammenführen. Hoffentlich bin ich dabei, gell? Denken Sie. Das ist richtig. Nicht nur hoffentlich. Ich will dabei sein. So müssen wir denken. Von Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Von allen Richtungen werden die Engel uns holen. Engel wollen uns die Auserwählten zusammenrufen. Wollen wir alle hier zu den Auserwählten gehören? Ja. Wir wollen alle. Aber mit ihm leben, das heben wir auf bis letzter Tag. Von wegen. Man weiß nicht, wann der Herr mit der Taxi kommt, sie abholen. Schon vorher. Alle sind einverstanden? Ja, gut. Ich sollte Ihnen noch über eine Sünde erzählen, sagt der Herr. Diejenigen, die das noch nicht gebeichtet haben. Hoffentlich gibt es so viele Beichtvater heute, wenn ich das erzähle. So, es war mal ein Ehepaar bei mir, ein Ehemann, und er hat gebeichtet und ist mit großer Freude zu mir gekommen. Und ein Gespräch. Damals haben wir noch Gespräch gegeben. Er hat gesagt, ich habe gebeichtet, mir geht es so gut. Und dann kam aus mir so was Strenges raus, aber eine Sünde hast du noch nicht gebeichtet. Und dann hat er gesagt, das ist nicht wahr, ich habe alles gebeichtet, warum sagen Sie mir sowas? Dann habe ich gesagt, ja, das muss ich Ihnen sagen, ich weiß auch nicht. Und einmal sagt er, dann sagen Sie mir bitte, welche Sünde? Dann habe ich gesagt, Sie sind mit einer fremden Frau vor der Ehe ins Ehebett gegangen. Ist das eine Sünde? Ja. Gilt das für alle? Ja. Das ist eine Sünde. Aber dann hat er, der ist aufgestanden, hat er gesagt, das ist nicht wahr. Ich bin nie mit einer fremden Frau ins Ehebett gegangen. Ich bin nur mit meiner Frau, also ich habe ja die Frage gestellt vor der Ehe. Dann sagt er, es war meine Frau. Dann habe ich ihm gesagt, sie waren noch nicht verheiratet. Habt ihr alle verstanden? Er war sehr traurig, gleichzeitig, er hat sich gefreut. Er ist gleich zum Beichten gegangen. Nach so vielen Jahren hat der Heilige Geist ihn offenbart, was eine Sünder noch nicht gebeichtet hat. Sie brauchen niemanden jetzt melden oder sagen darüber. Keine Sorgen. Gehen Sie ganz in der Stille während der Beichtzeit zum Beichten. Keine macht ein Muxa. Halleluja! Halleluja! Lächeln Sie einfach, dann merkt man das nicht. Alle sind sehr ernst geworden. Unsere Mitarbeiter haben sich zusammengestellt, nachdem diese Sünde so öffentlich war bei uns in Haus Raphael. Da waren sie zusammengesessen und eine Mitarbeiterin hat gesagt, eigentlich, das ist inzwischen schon verehrt. Das ist vor 50 Jahren. Also bitte, nehmt ihr auch da Rücksicht. Ob 50 oder 60 Jahre, das ist Sünde. Und tun Sie nur Ihre Sünde beichten, nicht von Schwiegermutter und Schwiegereltern. Oder von Nachbarn, eigene Sünde beichten, das geht schneller. Denn.
dann kann es sein, dass heute einige über 60-Jährige auch drankommen zum Beichten. Jesus wollte das haben, dass sie jetzt unterbrechen und das sagen. Halleluja. Ich frage Sie nicht, wer diese neue Sünde entdeckt haben. Sei alles in Ordnung. Nur Jesus. Jesus muss das wissen, dass sie beichten. Also, jetzt lesen wir weiter. Dann wird man Menschensohn, also die Engel sind schon gekommen. Wollen wir alle hier zu den Auserwählten gehören? Deswegen wollte der Herr haben, dass ich das sage. Falls, wenn sie so eine Sünde noch nicht gebeichtet haben. Dafür wollen wir auch unsere Beziehung zu Jesus erneuern und versuchen, immer mit ihm zu leben. Jeden Tag neu das Leben mit Jesus beginnen. Wir lesen weiter in Vers 32. Doch jenen Tag und jene Stunde kennt niemand. Auch nicht die Engel im Himmel. Nicht einmal der Sohn, sondern nur den Vater. Im Katechismus der katholischen Kirche. Wer hat den Katechismus der katholischen Kirche? Haben Sie? Wer hat? Wer hat dieses Buch in den Glasschrank aufgehoben, ohne zu aufmachen? Sind auch welche? Gott sei Dank, sind Sie ehrlich. Lesen Sie doch. Da ist so schön. Wenn Sie den Katechismus der katholischen Kirche mit Heiligen Schrift zusammen lesen, das ist sehr gut. Also, das heißt, das letzte Gericht wird bei der herrlichen Wiederkunft Christi stattfinden. Er ist dabei. Der Vater alleine weiß den Tag und die Stunde. Er allein entscheidet, wann es eintreten wird. Dann wird er durch seinen Sohn Jesus Christus sein endgültiges Wort über die ganze Geschichte sprechen. Wir werden den letzten Sinn des ganzen Schöpfungswerkes und der ganzen Heilsordnung erkennen und die wunderbaren Wege begreifen, auf denen Gottes Vorsehung alles zum letzten Ziel geführt hat. Das letzte Gericht wird zeigen, dass die Gerechtigkeit Gottes über alle Ungerechtigkeiten, die von seinen Geschöpfen verübt wurden, siegt und dass seine Liebe stärker ist als der Tod. Alle bekommen gleiche Lohn, oder? Alle, die mit Jesus leben und gelebt haben, sie bekommen alle gleiche Lohn. Was ist das? Im Himmel. Aber ob die erste Stunde gekommen sind und die letzte Stunde gekommen sind, wir brauchen nicht eifersüchtig sein. Herr, ich laufe mit dir, seit ich geboren bin, was weiß ich alles. Wollte nichts sagen, und einer kommt zum letzten Tag und alles angestellt hat, Leben. Sie bekommt auch neues Leben, wie ich auch. Halleluja. Halleluja. Da brauchen wir nicht eifersüchtig sein. Wir sind froh für jeden, die zurückkommen, umkehren. Das muss ganz wichtig sein. Er gibt, wen er will und wie viel, was er gibt, das ist seine Sache. Da brauchen wir nicht eifersüchtig sein. Hauptsache, dass wir auch dazugehören. Freuen Sie sich? Ja. Oh je, manche sitzen so nachdenklich. Mein Gott, sind Sie traurig. Habe ich so viel gesagt? Nein. Ja, warum gucken Sie mich alle so traurig an? Das ist doch keine angstmachende Botschaft. Nein. Oh, jetzt lachen Sie doch auch mal mit mir. Sehr schwer. Aber Sie haben doch Gelegenheit,
Sie können heute Mittag gleich beichten gehen, neues Leben beginnen. Halleluja. Und nach vorne kommen Sie beten lassen. Der Herr ist dabei. Und er segnet Sie. Was wollen Sie noch mehr? Es ist nicht so spät. Wollen Sie beginnen? Ja. Da sind welche da, die lange nicht gebeichtet haben. Ne? Also gut. Nein, ich meine sie nicht. Ich gucke niemanden an. Wir lesen auch noch mal ein Nummer. Im Katechismus der katholischen Kirche Nummer 1041. Sie wissen gar nicht, dass es so viele Nummern gibt, gell? Ich war bei einer Familie und ich habe gefragt, haben Sie auch Katechismus der katholischen Kirche, so ein schönes Buch? Dann sagt sie, oh, das ist sehr schön, Schwester. Das haben wir bei unserer Hochzeit geschenkt bekommen. Schauen Sie mal, wie schön das aussieht. Dann habe ich gesagt, das ist gar nicht schön. Das ist so wie ganz neu, nicht ein Blatt auseinandergenommen. Das ist nicht schön. Schön ist es, immer so viel gestrichen und so, weißt du, so geplättet, ja. Benutzt, viel ausgenutzt, ja, das gebrauchtes, ja. Die Botschaft vom letzten Gericht ruft die Menschen auf, sich zu bekehren. Solange Gott ihnen noch Zeit der Gnade, wir haben noch, einen Tag der Rettung schenkt. Sie führt zu heiliger Gottesfurcht. Sie verpflichtet zur Gerechtigkeit des Reiches Gottes. Sie kündigt die selige Hoffnung auf die Wiederkunft des Herrn an, der kommen wird, um inmitten seiner Heiligen gefeiert und im Kreis all derer bewundert zu werden, die den Glauben angenommen haben. Glauben heißt es nicht, jede Sonntag Kirche gehen. Nicht nur das. Und gleich Kommunion gehen, ohne Vorbereitung. Braucht man nicht viel erzählen, Sie wissen alle das, was alles ist. Durch anerkannte Privatoffenbarungen erinnert Gott immer wieder und zu allen Zeiten an seine Wiederkunft. Auch in der Heiligen Schrift hat er schon an vielen Stellen offenbart, dass Jesus wiederkommt. Aber weil die Menschen das vergessen oder Heilige Schrift nicht lesen, erinnert uns Gott daran durch die Gottesmutter, zum Beispiel durch die Botschaft in Fatima oder durch andere heiligmäßige Personen. Wir sind schon da auf der Welt. Wir können nichts sagen, ich will damit nichts zu tun haben, oder? Es kommt so oder so. Jeder von uns stirbt einmal. Oder was meint ihr? Ja. Weil sie Millionen haben, sie dürfen ewig leben. Bis 300 Jahre, 500 Jahre. Es geht nicht. Es gibt es nicht. Das ist so. Sie sind geboren. Gott hat sie nicht gefragt. Wollen sie zur Welt kommen? Hat er gefragt? Aber um gerettet zu werden, fragte Gott dich, willst du gerettet werden? Nein, Gott eine Antwort geben. Wir nicht. Das ist so, sagt der heilige Augustinus. Gott hat dich nicht gefragt, ob du Erlaubnis gefragt, ob ich dich erschaffen darf, formen darf. Hat er mich nicht gefragt. Jetzt forme ich dich und in diese bestimmte Familie wirst du geboren werden und dann später wirst du mit dem Schiff nach Deutschland gehen und Schwester werden. Und durch dich werde ich dann viele Menschen zu mir führen. Ich brauche dich. Hat aber mich nicht gefragt, oder? Bin so froh, dass ich das machen darf.
So hat jeder hat seine Aufgabe. Wir müssen ernst nehmen. Und so sagt der Herr, das ist so wichtig, dass wir selbst entscheiden, ja, zum Gott ja, aber ganz fest, schon von ganzem Herzen. Und wir müssen bereit sein, wie das kommt, anzunehmen. Wollen Sie das? Ja. Das ist was Normales. Was haben die Paris, die Leute, Schlechtes getan? Das wird immer weitergehen. Das ist schon, wir lesen ja schon immer wieder Neueste. Ganz große, schlimme Sachen. Wir müssen zu Jesus stehen, das ist wichtig. Aber wir sind schwache Menschen, deswegen ist wichtig, dass wir jeden Tag neu vorbereiten. Durch das Wort Gottes haben wir den Beweis, dass Jesus wiederkommt. Und was sagt Jesus zu uns im Johannes Evangelium 14,1? Was sagt er? Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Jesus sagt zu uns, dass wir uns keine Sorgen machen sollen. Wir müssen nur an Gott glauben und unser Vertrauen in ihn setzen. Wir lesen weiter in Vers 2 und 3. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wir brauchen uns keine Sorgen machen, dass wir vielleicht keinen Platz haben da oben. Das ist alles schon gerichtet. Er hat schon gesagt, ich habe schon für euch alle Wohnungen vorbereitet. Sie brauchen nicht mal vorher gehen reinschauen. Ist die Heizung auch drin? Und diese weltliche Frage, so vieles. Brauchen wir nicht kümmern. Er macht alles so recht. Jedem, was er verdient hat. Ja. Es gibt auch andere, wo nur Heizung drin ist und die Hitze ist. Da wollen wir nicht hingehen. Ohne Heizung, ganz heiß. Also, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Halleluja. Er hat für uns alles gesorgt, alles. In dieser Welt, was wir brauchen zum Leben, dafür hat er gesorgt. Was ist der Wichtigste? Die sieben Sakramente, Eucharistie, auch alle Sakramente, was wichtig ist für unser Leben. Auch die 10 Gebote ist wichtig, oder nicht? Dass wir wissen, was Sünde ist und was keine Sünde ist. Manche denken, hat er das nur nicht gegeben. Ne? Warum hat der Mose das nur abgenommen? Oder angenommen, diese 10 Gebote? Welche Dummheit war das? Wir konnten doch heute so leben wie die Tiere. Die Tiere sind manchmal noch besser, manchmal. Oder? Die wissen alles manchmal mehr als Menschen in manchen Bereichen. Ich will nicht so weiter erzählen. Also jetzt, wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde ich euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Halleluja. Wie großzügig ist Jesus uns gegenüber. Er ist sogar am Kreuz gestorben, hat sein ganzes Blut vergossen für dich. Nicht immer denken, das ist ja für alle, was geht mich das an? Wenn man so denkt, das ist für mich persönlich, hat er so viel gelitten, so viel. Und wie bin ich zu ihm? Es ist nicht selbstverständlich, dass wir genug zu essen haben, oder? Auch im Winter Heizung gibt es.
Ist das selbstverständlich? Manche meinen, wir sind was Besonderes. Das sind arme Volk, die nichts haben, wie so ungefähr. Bei Gott sind die Menschen alle gleich. Und wenn er kommt, sind wir bereit zu mitgehen? Haben wir dies alles verdient?